Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Kochvideo. Heute gibt's Banjiao, ein vietnamesischer Klassiker. Vor allem in Saigon wird's gerne gegessen und wird traditionell mit Krabben, Mungobohnen und Schweinefleisch serviert. Wir machen heute meine eigene Variation, aber ich möchte euch nur auf den Weg geben, dass das Rezept sich perfekt eignet, um eure Überbleibsel vom Vortag oder was sich sonst so in eurem Kühlschrank anstaut, einfach ja zu benutzen. Es ist ein Pancake, der ziemlich kross gemacht wird, und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Fangen wir an. Für den Banjiao selber brauchen wir 210 Gramm Reismehl, dann eine dreiviertelste Tasse Wasser, am besten lauwarmes Wasser, dann 200 Milliliter Kokosmilch, dazu etwas Turmeric und einen Teelöffel Salz. Wir nehmen also unsere Schüssel. Geben nun das Salz hinzu, vermengen das etwas. Nun nehmen wir einen Schneebesen und geben jetzt die Kokosmilch hinzu. Und verquirlen das erstmal etwas. So. Dann geben wir das Wasser hinzu. Probiert alles an Reismehl, was ihr habt, wirklich in die Flüssigkeit zu geben, sodass nichts überbleibt. Jetzt gut verrühren, sodass eine leicht cremige Masse entsteht. Sie muss relativ flüssig sein und darf aber auch keine Klümpchen bilden. So, je nachdem wann ihr das hinzugeben wollt, jetzt einfach das Kurkuma bzw. das Turmeric-Pulver hinzugeben. Dies gibt dem Banjiao einmal eine leichte Kräuternote und natürlich auch die Verfärbung. So, wie ihr seht, ist der Teig jetzt fertig, immer noch flüssig bzw. cremig, so soll er auch sein, weil wir wollen den Teig sehr dünn machen. Jetzt muss er noch kurz 10 Minuten ziehen oder ruhen eher, und dann kommen wir zum nächsten Schritt. So, kommen wir zum Dip, den wir dazu machen, das Nok Cham. Dazu brauchen wir erstmal eine Schüssel oder ein Gefäß, wo ihr euren Dip auch gerne reinmacht. Grundsubstanz wird erstmal etwas Fischsoße sein, eine Zehe Knoblauch hinzu, natürlich klein geschnitten, dann 2 Esslöffel Zucker, und den Saft einer halben Limette. Dies vermengen wir jetzt erstmal miteinander. Dann geben wir etwas Pfeffer hinzu. Und jetzt geben wir noch eine halbe Kaffeetasse Wasser hinzu. Das nochmal vermengen. So, und dann wäre euer Nok Cham schon mal fertig.
So. Wir werden die Pfanne jetzt auf mittelhoch bzw. hoch hochhitzen lassen. Geben dann noch ausreichend Öl hinzu, dass der Boden der Pfanne auch bedeckt ist. Wichtig ist hierbei, dass die Pfanne nicht zu heiß wird, aber auch nicht zu niedrig temperiert ist. So, dann nehmen wir jetzt unseren Teig, den wir vorbereitet haben, mischen den noch einmal gut durch und dann eine Kelle. Halten die Pfanne leicht schräg und geben die Masse in die Pfanne rein. Schön verteilen. Zweite Kelle noch dazu. Und lassen das jetzt gut kross werden. Kommen wir zum Befüllen. So, und jetzt einmal zuklappen. Im besten Fall wird er euch nicht reißen. So, ich zeige euch noch fix, wie man es isst. Und zwar schneidet ihr euch mit dem Messer einfach ein Stück ab. Merkt ihr, es ist schon ziemlich knusprig. Dann nehmt ihr euch einfach ein Salatblatt und das einfach ins Salatblatt rein. Dann nehmt ihr euch etwas von dem Long Cham, träufelt das etwas drüber. Wie gesagt, einwrappen und dann einfach reinbeißen.